Jetzt zeige ich euch eines meiner Prunkstücke in der Sammlung. Ein ganz seltenes und ganz kostbares Geschenkei, was der Ludwig II. Seiner Mutter, der Königin Mutter Marie, gemacht hat. Dieses Ei ist wieder wunderschön in dem Königsblau gearbeitet, silbern, das Ludwig mit Krone und Flussperlen. Und auf der Rückseite seht ihr die heilige Maria, umgeben von dem wunderschönen Blau mit goldenen Sternen. Die Königin Mutter hat ja Marie geheißen und war ja dann auch sehr fromm und ist zum katholischen Glauben übergetreten. Und deshalb war es naheliegend, diese wunderschöne Miniaturarbeit von der heiligen Maria da reinzumachen. Dieses Ei kann man aufklappen und in dem Ei ist dann dieses Behältnis aus wunderschön gearbeiteter Seide, wieder die Königskrone mit Flussperlen. Und in diesem Behältnis war ein großer Diamant, der befindet sich jetzt nicht mehr in diesem Ei. Und zu diesem Ei gibt es eine lange Geschichte zu erzählen. Dieses Ei, er hat nämlich ein Farmer besessen in Upstate New York, in einer wirklich kleinen, eher verkommenen Farm. Und dort hat ein Junge viel mitgeholfen auf der Farm. Und als dieser Junge 17 Jahre alt war und der Farmbesitzer kurz vorm Sterben war, wollte er ihm ein Geschenk machen für all die Arbeit, die er für ihn geleistet hat, und hat aus einem alten Socken dieses Ei gezogen und hat gesagt, das will ich dir schenken, und hat ihm dazu erzählt, dass er als Soldat im Zweiten Weltkrieg in München war und dort aus der Jacke von einem erschossenen deutschen Offizier dieses Ei herausgeholt hat und mitgenommen hat. Damals war der Diamant noch in dem Behältnis und von diesem Diamanten hat er sich dann die Farm in Amerika gekauft. Der neue Besitzer von dem Ei hat dieses Ei in dieser alten Socke ein Leben lang aufbewahrt. Ab und zu an Weihnachten hat das herausgeholt, hat seinen Kindern und seiner Frau gezeigt. Und als die Kinder dann erwachsen waren, haben die gesagt, es wäre doch eigentlich schön, man wüsste was über diesen Gegenstand. Keiner hatte damals eine Ahnung, dass das ein Gegenstand ist, den der König Ludwig verschenkt hat. Und hier habe ich eben die Beschreibung von diesem Mann, dass er sich dann irgendwann aufgemacht hat und versucht hat, was über dieses Ei herauszufinden, was in Amerika wohl sehr schwierig war. Und irgendwann kam jemand auf die Idee, nach Deutschland zu schreiben, nach München zu schreiben mit einem Foto. Und dort war das dann eine kleine Sensation, denn bisher war nur ein Geschenkei, was der König Ludwig auch der Königin Mutter geschenkt hat an Ostern, bekannt. Das befindet sich jetzt im Museum in Herrenchiemsee. Und nach langem Hin und Her kam es dann zustande, dass das Ei eine Zeit lang in München ausgestellt war, ich glaube im Nationalmuseum. Und irgendwann konnte ich dann dieses Ei erwerben. Soweit man es weiß, hat der König Ludwig dieses Ei seiner Mutter an Ostern 1870 geschenkt. Hergestellt ist es mit größter Wahrscheinlichkeit von Adolf Halbreiter, dem Hofjuwelier.